Sind jetzt diese Presszangen erlaubt oder nicht? Ich glaube, zu kaum einem anderen Thema in der Elektrotechnik, bei den Basics, gibt es so viele Expertenmeinungen wie zu den Crimpzangen. Crimpzangen, Arendthülsen, Wahnsinn! Heute, in diesem heutigen Video, geht es um die Arendthülsen-Presszangen, die Crimpzangen und um Arendthülsen. Nicht um irgendwelche Kabelschuhe und Kabelverbinder, sondern um Arendthülsen. Und die nötigen, erforderlichen Werkzeuge, Zangen, Materialien. Ich blende euch jetzt einmal eine Tabelle mit den meistverwendeten Crimpformen. Da hat man ganz am Anfang die Vierkantpressung, eine Trapezpressung, eine Trapezpressung mit Sonderform oder die Sechskantpressung. Also eine Crimpzange für die Vierkantpressung. Die ganz normalen Standard-Presszangen haben die sogenannten Trapez-Presszangen. Gibt es natürlich auch mit Ratschen für größere oder dann die Sechskant. Dies sind die meistverwendeten Crimpzangen und Pressformen, Crimpformen in der ganz normalen, im Handwerk, in der Elektrotechnik. Ob es irgendwelche Sonderanfertigungen, Anforderungen für die Industrie gibt, das weiß ich nicht. Ich spreche das Thema Handwerk an. Mir ist das aufgefallen in meinen eigenen Videos zu dem Thema Crimpzangen und andere Crimp-Quetschverbindungen für Kabelschuhe, Crimpzangen mit Einsatzverpackung wechseln, nicht für Arendthülsen, habe ich schon mir ein Video gemacht. Das Video verlinke ich euch um. Mir geht es heute um Arendthülsen-Geschichte. Und wann immer ich selber oder irgendjemand anders auf YouTube ein Video veröffentlicht und eine Arendthülsen raufkrimpt und nimmt eine herkömmliche Crimpzange her, ganz normal, wie es jeder kennt, ist geschoren groß und heißt jetzt mal, die Hand nicht mehr zulässig. Stimmt das? Ich erkläre euch jetzt ein paar Sachen, Beweis, dass das eben nicht so ist. Unten in der Videobeschreibung, gleich am Anfang, verlinke ich eine kostenlose Seite, wo ihr euch da genau informieren könnt. Das ist jetzt ein Text,
ein Text aus, blende ein, aus der Homepage von Knipex, wo es um das Thema geht. Normen für Aderenthülsen, welche Form der Verpressung ist erlaubt? In der Norm zum Krimpen von Aderenthülsen, DIN 46228 Teil 1 plus 4, ist nicht festgelegt, wie oder in welche Geometrie Aderenthülsen verpresst werden sollen. Es muss lediglich gewährleistet werden, dass die Krimpverbindung zwischen Aderenthülsen und dem zugehörigen Kabel nach DIN VDE 0609 Teil 1 festgelegten Bedingungen genügt. Diesen Bedingungen genügt. Was bedeutet das aber? Das bedeutet, dass ganz normale Kerbpresszangen für die Trapezpressung auch zulassen sind. Das einzige Thema, wenn man sich eine kauft, muss man nachschauen, wenn da nicht drinsteht, meistens der VDE, die geforderte VDE, wird ja auch wieder auf irgendeine IEC-Norm-Richtlinie verwiesen und die muss halt erfüllen. Da hat man dann eventuell das Problem, dass das auf einer Zange aus Fernost nicht draufsteht, aber die wo man bei uns kauft, vor allem im Fachhandel kauft, hat das ja jede Zange. Und um ehrlich zu sein, auch ich habe mich mit anderen Herstellern, günstigen Herstellern schon auseinandergesetzt und muss sagen, ich kenne da, was das angeht, was ich damit mache, keinerlei Unterschiede. Also für den Hausgebrauch kann ich nach wie vor das Zangenset verlinken und absolut empfehlen. Ist gar nicht lang her, bin ich in einem Video, habe ich einen Kommentar gekriegt, oder ich weiß gar nicht mehr, angeschrieben worden, dass das einfach nicht stimmt, weil ja Aderenthülsen gasdicht verkrümmt werden müssen. Gasdicht verkrümmt. Also grundsätzlich, was ist gasdicht verkrümmt? Da geht es darum, dass die feinen Härchen von den Litzen ganz aneinander liegen, ohne dass da irgendein Abstand ist, damit die Draht nicht oxidieren können. Das ist jetzt ein Thema. Also, den Begriff, die Zuordnung gasdicht, die gibt es, selbstverständlich. Zu dem Thema gasdicht und gasdichte Krimpverbindung blende jetzt mal was ein. Der Begriff gasdicht steht in Verbindung mit der Krimptechnik als Synonym für die Ausführung der Verpressung eines Litzenverbundes. Merkmale einer gasdichten Verbindung: die ursprünglich runden Einzeldrähte sind zu unregelmäßigen Vielecken deformiert. Die Krimphülse zeigt an ihrer Innenfläche ebenfalls leichte Verformungen. Keine Leerräume. Die Oxidationsschicht der Einzeldrähte ist ausreichend zerstört. Die Einzeldrähte reißen beim Ausziehtest unregelmäßig ab. Hoher Leitwert. Eine Oxidation zwischen den verpressten Einzeldrähten wird unterbunden und dadurch eine Erhöhung des Übergangswiderstandes nahezu ausgeschlossen. Im Grenzfall können vereinzelt noch kleine Hohlräume vorkommen. Aufgrund der verdrillten Leitungen dürfen diese als in sich geschlossen angesehen werden. Die Prüfung der gasdichten oder des gasdichten Krimps erfolgt durch die Erstellung eines Schliffbildes. Seht man ja? Ich stehe da genau drin. Selbst wenn jetzt da drin irgendwo ein mini kleine Stelle offen ist, zeigt das trotzdem alles gasdicht, solange wir diese Gegebenheit erfüllt werden. Also haben ja eigentlich, der junge Herr, der mir das geschrieben hat, hat ja eigentlich recht. Also das ist so, wird so gefordert. Das Problem bei der ganzen Geschichte ist, wenn man jetzt zum Beispiel Knipex fragt, wie das da so ausschaut, liebe Firma Knipex, die haben halt da Untersuchungen machen lassen, ist Gasdichtigkeit bei Aderenthülsen möglich? Daraufhin sagt Knipex, bei einer gasdichten Verbindung sind Leiter und Verbinder so fest miteinander verpresst, dass keine Zwischenräume mehr vorhanden sind. Bei Aderenthülsen ist so eine feste Verbindung generell nicht möglich. Dies hat den folgenden Grund: Aderenthülsen bestehen aus sehr dünnwandigen 0,15 mm Kupfer, weshalb eine Gasdichtigkeit nur dann möglich ist, wenn Aderenthülsen und Kabel durch die geschlossene Krimpzange miteinander verpresst werden, solange wie die Zange gehalten wird. Sobald die Krimpzange nach dem Verpressen wieder geöffnet wird,
gibt die dünnwandige Arienhülse der Rückfederung des verpressten Kabels nach und es entstehen Zwischenräume in der Krimpverbindung. Eine permanente gasdichte Verbindung ist nur bei Verbindern mit dickerer Wandstärke möglich. Dies sind vorkonfektionierte Adern. Dieses System kann man gasdicht verpressen. Ich habe halt bei uns keinen gesehen, der dieses System aufpresst. Es werden überall einfach nur ganz normale Aderenthülsen aufgepresst. Jetzt kommt aber ein Thema, da wo man sicher bin, dass das Felder nicht wissen, diese Hauptabzweigklemmen, egal ob von Hager oder sonst irgendwas, da drückt die Schraube direkt auf das Material. Also da ist nicht noch irgendein Leitblech drin, das niedergedrückt wird, sondern die Schraube drückt da drauf. In diesen Klemmböcken, Hauptabzweigklemmen, sind laut Herstellerbeschreibung Aderenthülsen gar nicht zugelassen. Da gehören eigentlich die fest verkrümmten, gasdichten, ich weiß gar nicht, wie man das sagt, Presshülsen, Presskabelhülsen drauf. Trotzdem macht es jeder so. Und jetzt zeige ich dir auch, was passiert, wenn man. Wirklich ein gewaltiger Unterschied, ob die Hülse vom vorkonfektionierten Leiter eingeklemmt wird oder eine Aderenthülse. Nichtsdestotrotz wird trotzdem die Aderenthülse verwendet. Ich bin mir auch ganz sicher, dass ganz viel, auch wenn es jetzt natürlich in die Kommentare dann wieder keiner zugibt, ganz viel von den sogenannten EFK, Elektrofachkräfte. Ich weiß nicht, da wo ich herkomme. Bin ich ein Elektriker oder ich bin kein Elektriker? EFK, sicher noch mal. Ganz viele von den EFKs, die Elektriker werden es gewusst haben, die EFKs nicht. Und ganz oft ist es so, selbst wenn ich es weiß, nehme ich es trotzdem her, weil das muss ich schon irgendwie abschätzen können. Die Aderenthülsen ist nicht aufgeplatzt, sie ist formschlüssig da drauf. Da erhöht sich der Übergangswiderstand und so ist gar nichts. Natürlich, wenn ich das halt ausklemme, Thema Baustromkasten, wenn ich das halt ausklemme und das 20. Mal da drin irgendwo anklemme und an der Aderenthülse schon nur noch ein paar Fäckerl dranhängen, muss ich mir langsam Gedanken machen, ob da nicht vielleicht doch ein erhöhter Übergangswiderstand das Ganze zu unnötiger Erwerbung und zu einer Gefahrenquelle machen kann. Kann ich gerade unterbrechen müssen, weil ein Notstromaggregat gekommen ist. Und das bringt mir auf eine Idee. Leicht, ich müsste meinen Kanal abonnieren. Immer noch schaut nur, hat nur ein Drittel von den Leuten, die meinen Kanal anschauen, den Kanal abonniert. Trotz den Kanal abonnieren, bleibt dran, dass zum Beispiel nicht versandt, wie man mit dem Notstromaggregat ins Haus einspeist. Also worauf kommt es beim Krimpen wirklich an? Immer die richtige Größe Aderenthülse zur entsprechenden Litze. Die richtige Länge abisolieren. Und egal was für eine Krimpzange, mit der richtigen Einstellung, mit der richtigen Beschriftung. Ich sag's ganz ehrlich, mir ist jeder Elektriker mit einer sicheren Zange und dem Hintergrundwissen, wo wir waren, wir, wo es mit dem Krimpen, tausendmal lieber, wie irgendein so ein Gescheitschmerzer, der behauptet, gasdicht muss man Aderenthülsen mit der Sechskantverpressung krimpen. Aber es ist wie überall auf der Welt, es gibt so brutal viele Gescheite, die einfach irgendwie das Wissen meinen, sie müssen
Wobei das nicht einmal Wissen ist, das ist ja das Schlimme. Wenn sie es wissen daten, dann wäre es ja super, wenn sie das Wissen verbreiten daten. Das tun sie aber nicht. Ganz, ganz genau, das sind nämlich die, die mir schreiben, ich in meine Videos, ich darf das gar nicht machen, weil sonst geht ja der Elektriker umsonst 3,5 Jahre lang in die Schule, Berufsschule, macht 3,5 Jahre lang eine Lehre, ich darf doch das Wissen nicht hergeben. Das ist ja ein sehr Schmarrn. Und wenn das nicht zieht, weil das habt ihr schon gespannt, dass das nicht zieht, dann kommen sie mit der Verantwortlichkeit. Wenn ich jetzt da irgendetwas zeige und irgendeiner macht das und brennt da noch oder was, dann bin ich schuld. Leute, ich sage das in jedem Video und ich sage es auch diesmal. Grundsätzlich hat kein Elektriker, irgendwas an der elektrischen Anlage zu machen. Ich weiß aber ganz genau, dass, egal ob ich ein Video mache oder nicht, unwahrscheinlich viele Heimwerker ihre Elektrik selber machen. Und da glaube ich, ist vielleicht besser, wenn es den einen oder anderen Ratschlag kriegt, wie man es richtig macht oder wie man es nicht falsch machen soll. Also Leute, lasst euch nicht verarschen, bis zum nächsten Mal, für euch, Servus.